Liebe Freunde virtueller Zeitverschwendung, ich bin CoreLP100, der mit der Zahl hinten dran. Herzlich willkommen zurück zu Risen 3 Titan Lords. Schön, dass ihr wieder mit da seid. Ich habe mich entschieden. Wir fahren nach Takarigua. Wir stechen den See und da ist es. Da wollen wir hin. Tada! Ach, eigentlich könnten wir ja noch Jafar rekrutieren, aber Jafar werde ich dann rekrutieren, wenn wir auf die Diebesinsel fahren. Weil ich gehe davon aus, dass die Diebesinsel die Heimat von den Gnomen ist. Und deswegen werde ich den da auf jeden Fall mit hinnehmen als Begleitung. Weil das wird sicherlich Sinn ergeben. Der will da sicherlich auch hin. Da werden wir schöne Sachen entdecken. Jetzt aber erstmal Takarigua. Wir haben ja schon rausgefunden, dass Patty hier nicht ist, dass die weiter nach Kila ist, glaube ich. Aber wir wollen ja erstmal nach Puerto Ascrab. Dieses Reisen macht mich ganz krank. Ich bin ja nie weit von zu Hause weg gewesen. Und nun bin ich auf den entlegensten Inseln der Südsee unterwegs. Welche Landratte hält das lange aus? Ich. Du wirst es überleben. Hoffentlich. Natürlich. Komm mit jetzt. Komm mit. So. Natürlich. Schwupp, gespeichert. Und jetzt gehen wir mal an Land. Und jetzt kümmern wir uns erstmal um den Leuchtturm vom Wärter Jack. Der hat uns ja schon lange darum gebeten und lange haben wir ihn warten lassen. Wir nehmen natürlich den Fusel. Oh, eine Kiste, die verschlossen ist, die wir jetzt endlich aufmachen können. Sehr schön. So, hervorragend. Ach, wenn doch Kisten aufknacken tatsächlich so leicht wäre. Hey, Jack! Im Alter findet man... Ja, okay, mehr hast du nicht zu sagen. Gut, dann lassen wir das. Und dann gehen wir mal los in die Wildnis von Takarigua. Jetzt fühlt man sich auch endlich sicher und kampfkräftig und so. Jetzt erkundet man so neue Gebiete gleich... Neue Gebiete gleich viel, viel lieber. Wir gehen gleich mal hier hoch. Wildschweine sind... Kein Problem für uns. Das machen wir mit links. Was habt ihr denn noch hier oben? Hallo? Ist das ja eigentlich der Leuchtturm von Jack? Ich glaube schon. Ja, hier haben sich ja die Leute von der Inquisition breit gemacht. Hallöchen, Leute der Inquisition. Dieser Turm ermahnt uns, ein Leuchtfeuer für die Menschen zu sein. Aha. Wenn wir... Hey, Zivilist, hast du dich verlaufen? Ich sehe mich nur um. Umsehen ist nicht. Hier ist Kriegsgebiet. Hm. Was machst du hier oben außer Wache schieben? Für meinen Ruhestand sorgen. Bitte was? Da fängst an zu grübeln, was? Denk mal drüber nach. Ich gebe dir volles Pfund aufs Maul. Ich werde dir schon auf die Schliche kommen. Oh, viel Spaß dabei. Aber nur damit du es weißt, unterhalb des Leuchtturms hast du dich nicht herumzutreiben. Mhm, der Plünderer. Kriegsgebiet? Hier scheint alles ruhig zu sein. Ach was. Dann sieh dich mal weiter im Osten um. Ich sag dir, da brennt der Busch. Hm. Warum bist du hier und nicht im Osten? Weil Tanner dem Leuchtturmwärter Jack ein paar Tritte in den Arsch verpasst hat. Soll der sich doch darum kümmern. Ihr scheint eure Befehle ja sehr ernst zu nehmen. Tue nichts, was andere besser für dich tun können. Wie viele Soldaten seid ihr auf Takarigua? Der Großteil unserer Einheit ist in Puerto Sacarico stationiert. Und von dem Frischfleisch, das mit Kommandant Sebastiano und uns ankam, ist nicht mehr viel übrig. Aber um die ist es nicht schade. Neulinge haben's einfach nicht drauf. Okay, Meister. Weißt du, was wir jetzt machen? Ich speichere mal kurz und dann beklaue ich dich. Bing! Du Volltrottel. Ich habe Bock, weil die sind mir auch jetzt schon unsympathisch. Gleich der erste war mir unsympathisch. Ich glaube, ich murks die einfach alle ab. Genauso machen wir das. Oh shit, man. Okay, den noch mal hoch. Okay, I don't fucking get it. Na gut, lass mal... Oh, nicht escape. Dann lass mal es halt. Keine Ahnung, warum ich das jetzt gerade nicht hinkriege. Ich weiß nicht so richtig. Da konnte ich vor Schreck nicht mal sprechen. Habt ihr das gemerkt? Unglaublich. So, hier sitzt du auch noch, ne? Hey du, angetreten. Aber ein bisschen flott. Du hast mir gar nichts zu sagen. Du könntest dich hier so durchmogeln, was? Geht's auch freundlich, ja? Du... Werd bloß nicht frech, Freundchen. Sonst blüht dir das gleiche wie Jack, dem Leuchtturmwärter. Oh Junge, du wirst so eine von mir aufs Maul kriegen. Also gut. Was willst du von mir? Schon besser. Schnapp dir einen Besen. Ich will, dass du diesen Saustall von Turm auf Hochglanz bringst.
Kehr deinen Mist alleine. Du weißt wohl nicht, wen du vor dir hast. Jetzt mach dich gefälligst an die Arbeit. Sprich nicht in dem Ton mit mir, sonst schmeckst du meinen Stahl. Jetzt habe ich aber Angst. Bist du etwa sein Beschützer? Kannst dir auch gleich einen Besen schnappen und mitmachen. Okay, Digga. Hast du schon mal richtig was aufs Maul bekommen? Dir juckt wohl das Fell, wie? So ein Schluck Wasser wie du hat doch gar nicht das Zeug dazu. Okay. Ich denke, ich gebe dir mal was auf die Fresse. Du? Das wird ein Spaß. Komm her. Was passiert da gerade? Na, Digga? Hast du noch Fragen oder so? Irgendwie? Also ich weiß ja jetzt nicht, vielleicht hast du dich auch nicht angestrengt. Oh Gott, Mann. Scheiße. Mann, mir brummt der Schädel. Hau bloß ab. Wie wär's, wenn du abhaust? Wer uns krumm kommt, sollte sich das zweimal überlegen und dann abhauen. Starker Spruch. Hast du den denn selbst ausgedacht? Halt die Klappe. So. Ab jetzt tust du, was ich sage, sonst... Ist ja schon gut. Spiel dich nicht so auf. Du bringst jetzt den Leuchtturm auf Hochglanz. Wer den Schaden hat... Der braucht für weitere Arschtritte nicht zu sorgen. Na los, ich will den Staub wirbeln sehen. Wäre ich bloß im Bett geblieben. Du bist Jacks Ablösung. Ab an den Strand mit dir. Und wenn ich nicht will? Ich hab dich nicht nach deiner Meinung gefragt. Zum Strand, aber im Laufschritt. Ja, ja. Dann muss ich deine Fresse wenigstens nicht mehr ertragen. So. Ärsche treten. Sehr gut. Was machen wir denn? Der eine hat uns ja verboten, irgendwie unter den Leuchtturm zu gehen, ne? Die ist verschlossen. Oh, eine Schatzkarte. Schatz im Totenland von Takarigua. Oh, ich freue mich auch schon echt, muss ich sagen. Verräterische Notizen. Hottlebys Tagebuch. Warte mal. Freue mich echt schon wieder, nach Taranis zurückzugehen, weil jetzt traue ich mich natürlich auch da ins Tote Land zu gehen. Und dann können wir auch mal das Schiff vom alten Inquisitor, versteht er, vom alten Inquisitor erkunden, und dann können wir uns bestimmt den Inquisitor auf unsere Seite holen, weil in der Preview von Gronkh ist er ja mit dem als Begleiter rumgelaufen und ich glaube, das hat eine Bedeutung. Von armen Schweinen und reichen Soldaten. Habe heute wieder mal großen Hausputz vorgenommen und den Leuchtturmwärter um sein Hab und Gut erleichtert. Der ganze Krempel liegt schön versteckt in meiner Truhe. Leider ist ihr Schloss kaputt, sodass jeder Arsch sie ohne Probleme öffnen kann. Aber da sie in der Höhle unter dem Leuchtturm gut versteckt ist, findet sie eh kein Schwein. Holtby, du solltest öfter Befehle zu deinen Gunsten auslegen. Dann bist du ein gemachter Mann. Aha, jetzt wissen wir auch, warum wir nicht... What? Teleportstein. Jetzt wissen wir auch, warum wir nicht, unter den Leuchtturm sollen. Na, das machen wir doch gleich. Ey! Ich habe dein Tagebuch gefunden. Wie bitte? Du hast im Turm nicht herumzulungern. Warte nur, bis ich Tanner davon erzählt habe. Tanner hat seine Packung schon bekommen. Also halt besser die Luft an. Du hältst dich wohl für besonders klug, was? Du hast den Leuchtturmwärter bestohlen. Du meinst nur, weil das in meinem Tagebuch steht. Ohne das Diebesgut kannst du mir gar nichts beweisen. Oh Gott. Na gut, Digga. Dann hole ich jetzt noch das Diebesgut für dich. Ach, bist du peinlich. So, jetzt müsste aber Jack auch schon wieder auf dem Weg hoch sein, ne? Eigentlich, wenn Tanner nicht so eine langsame Trannudel ist im Thema zum Strand runtergehen. Tja, wo ist denn überhaupt der Eingang zu dieser Höhle? Oh, eine Feuerblume. Nein! So. Höhle, 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 Höhle. Da ist eine Höhle. Und hier sind ein Haufen Wildschweine. Hallo, Wildschweine. Ah. Tja, Wildschweine gegen beamende Menschen habt ihr halt weniger Chancen. Das hättet ihr euch ein bisschen vorher überlegen sollen, aber so. Na komm, und... Räume aus. Oh mein Gott, ich fühle mich jetzt schon so viel mächtiger hier. Es ist einfach ein Fest. Es ist ein Fest. Ich kann es nicht anders sagen. Wow. Wir hatten der hier unten was versteckt, wenn hier so ein Vieh rumtanzt. Oh
dieses Vieh kann man aber auch nicht irgendwie in Schach halten, ne? Das kann man nicht unterbrechen, das macht einfach seinen Scheiß. Aua, 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 aua. Komm, bam! Tschüss, Meister. So, Schwanzstachel erhalten. Schwanzstachel hätte ich, Brot? Sieht aus wie eine Holztür. Achso. So, da ist eine ganze Höhle. Hier ist die Kiste. Pipkins Schatz. Bananen, 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 Bananen. Ist Pipkin vielleicht ein Affe? Pipkins Schatz gefunden. Oh ja, das hatte bestimmt irgendeine Quest, die wir irgendwo anders kriegen. Mit sich gebracht. Hallöchen. Keine Sorge, ich komm schon. Oh, ihr Dicken. Oh, habt ihr nicht mehr zu bieten hier? Was ist denn hier los, Kinder? Hier ist ja bloß ein Kreis runter. Warte mal, das Geräusch, da hat sich doch eine Tür aufgemacht oder so, oder? Das war doch nicht normal. Moment mal. Aber das hier sieht aus, als wäre es unter dem Leuchtturm. Ich glaube, hier hat er irgendwas. Wenn wir zusammenhalten, schaffen wir das. Steinfaust. Oh, jetzt habe ich schon mehrmals die Steinfaust gemacht, ohne es zu sagen. Ne? Das ist natürlich sehr nachlässig von mir gewesen. Das tut mir leid. Hast du ihn fertig gemacht? Nö, oder nicht? Hier ist ja gar nichts. Wo ist denn jetzt diese Schatzkiste? Ja, Edward, was machst du denn heute? Bist du nicht so in Übung, oder? Oh Gott, hier ist jemand. Hier ist jemand. Hui! Das wollte ich nicht. Genau. Das nimmt kein Ende mit den Biestern. Steinfaust. Es macht logisch wenig Sinn, dass der hier unten irgendwas versteckt hat, weil hier ist es so von Viechern wimmelt. Das kann ja gar nicht sein. Wie ist denn der hier vorbeigekommen und hat die alle in Ruhe gelassen? Doch, tatsächlich. Es ist der. Naja, gut, okay. Dieb ist gut. Da haben wir's. Oh, das können wir bestimmt abbauen. Ja, Jadebrocken. Alles einsammeln. Irgendwann können wir sicherlich so eine fette Edelstein-Runenklinge schmieden oder sowas. Und dann braucht man so ein Zeug. Klick. 8-mal Jadesteine erhalten. Gut, dann haben wir es auch erledigt. Dann konfrontieren wir den Typen jetzt mal mit dem Diebesgut. Und 2 Minütchen haben wir noch. Geht hier vielleicht noch irgendwas? Hier ist doch bestimmt noch irgendeine kleine Kammer, oder? Hallo? Hallo? Kammer, 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 Kammer. Oh, hier ist noch ordentlich was. Das wird ja mal größer. Ach nee, hier ist wieder der Eingang. Ah ja, okay, ich hab's verstanden. Gut, aber schön, dass wir so viele Bananen gefunden haben. Wenn wir Holtby mal irgendwann finden, wer auch immer er ist, dann hat er uns auch nicht mehr viel vorzusitzen hier. Können wir ihm sofort sagen, dass wir seinen Bananenvorrat geklaut haben. So, Meister, jetzt gibt's hier Arschtritt Nummer 2 und dann hat Jack seinen Leuchtturm wieder. Eiskalt und dann geht's los nach Puerto Ricardo oder wie es heißt. Damit wir hier in Tacarigua auch mal zu einer Stadt kommen und ordentlich ein Questzentrum haben. Und dann wird das Ding hier leer gequestet, jetzt wo wir uns so mächtig fühlen. Was ist denn Jack? Ich hab dein Tagebuch und die Beute. Fang an zu reden. Oh, verdammt! Okay, ich geb's zu. Ich hab Jack bestohlen. Und was hast du jetzt vor? Taschenkontrolle. Her mit deinem Gold. Was soll ich denn ohne mein Gold machen? Anfangen zu sparen. Das ist alles Gold, was ich habe. Damit sind wir quitt. Abgemacht? Die Entscheidung überlässt du mir. Ich glaube, ich will dir noch Mangroven bewachen. Neuer Befehl, Mangroven bewachen. Aber du hast doch... dir soeben einen Befehl erteilt. Abmarsch. So, lieber Freund. Wo ist jetzt Jack? Ist der pennen gegangen? Jack? Das Schloss ist zu kompliziert für mich. Okay, wo ist Jack? Ich glaube, ich schlafe jetzt hier mal. Oh, Schattenwelt. Oh mein Gott. Das ist Mara. Die Todesgöttin der Meere. Was die hier in der Schattenwelt macht
Und was sie uns eventuell zu sagen hat, liebe Freunde virtueller Zeitverschwendung, erfahren wir im nächsten Part von Risen 3 Titan Lords. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Schaltet das nächste Mal wieder ein. Ich sag tschüss und bis dann.